anstatt wenn du mittendrin stehst. Gut, dafür ist vielleicht jetzt schon wieder fast das Interface beinahe zu voll gebombt war. Oh weh. Oh, was ich übrigens von meiner Mom sagen soll. Du bist mit der Kamera zu nah dran. Was? Man sieht nichts von der Gegend, sagte sie. Von deiner Mom. Ja, ja, ich hab das Video gerendert und dann sagt sie, oh, was ist das denn Tolles? Und sag, ja, das ist halt auch ein Video von WoW. Ja. Und dann sagt sie, ja, echt? Und ich so, ja, ich habe hier auch was mit einem Kumpel aufgenommen und so. Und was, du bist auf YouTube? Ja, da kann jeder hin. Auf jeden Fall hat sie gemeint, zeig mal her. Und dann hat sie gemeint, schade, dass man nichts von der Umwelt sieht, weil du mit der Kamera so nah ran bist. Also vielleicht kannst du da ein Stückchen weiter weg. Gut, das mit meinem Arm in Zukunft hier, was zu gucken hat. Das muss man ja nun mal wissen. Naja, deswegen, mir ist es vorher noch nicht mehr eingefallen. Mir fällt es gerade nur wieder ein. Wo wir es von nah dran und so hatten. Ja. Okay, ich bin jetzt weiter weg. Sehr weit weg. Auch. Mich hat es ins Wasser gejagt. Du kannst doch weiter mit einem Makro. Ich glaube, ich habe schon dieses Makro irgendwann mal benutzt. Ah, okay. Weil ich bin hier irgendwie an der Decke fast, habe ich das Gefühl. Ja. Sieht irgendwie gerade eher aus, ich weiß nicht, das erinnert mich hier an irgendwie so Torchlight oder sowas. So, sind alle wieder da? Nee. Ah, nee, da hinten ist noch einer. Ja, das bin aber ich. Aber es ist schön, dass deine Mom sowas guckt. Naja. Ich muss erstmal einen Weg. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Da, so. Ich würde sagen, nicht mal meine Freundin guckt meine Videos, aber. Ja, die sitzt ja live dabei. Okay. Ach, naja, manchmal zwinge ich sie. Also, ein paar Reviews zum Beispiel, wenn ich sowas mache oder hier so Tests etc., dann zwinge ich sie zum Anfang dazu, die Anzeige schon mal eine Meinung. Naja, klar, Feedback ist auch wichtig. So. Nö, meine Mom hatte auch nie irgendwie Probleme, wenn ich gezockt habe oder sowas. Die hat sich dann mit hingesetzt und hat gesagt, oh, das sieht so schön aus. Von dem her war das immer relativ entspannt. Ja, aber eigentlich nach 10 Minuten DuckTales Herzblatt an. DuckTales? Das geht voll ab. Da geht nichts drüber über DuckTales. Ja, es ist bei der egal, was man spielt. Man kann nicht immer die sonst so im Kreis laufen. Ach so, okay. Ich spiele eine Runde Slender mit ihr. Lass sie los. So, jetzt muss ich aber hier trotzdem ranzoomen, weil jetzt ist hier oben der Steg. Ja, da fährst du automatisch runter. Wo ist denn eigentlich die Schildkröte? Ist die weg, kann das sein? Nee, die steht hier. Die hat er auf passiv anscheinend. Wunderbar, gefällt mir. Kann so bleiben, ne? Ja. Sehen, wenn wir hier durch aber ganzen Sachen fällt euch hier was auf? Guck mal eine Ebene höher oder eine halbe Ebene, was das hier ist. Ja, was ist da? Na, diese Braufestaufsteller stehen hier. Stimmt. Muss man das nicht sorgen? Nö. Na, auch Piraten trinken gerne ein. Ja. Am Ende vielleicht Piratenbräu. Maybe. Bestimmt wie Kölsch. Ich denke, wir wollen Bier trinken. Naja, obwohl es ging ja, man kann ja gar nichts, also wir haben es ja trotzdem gesoffen, also. Das und das nicht zu knapp. Oh, Papageienkäfig. Aber, ui, Grünflügelara, Respekt. Ist der was wert? Herzlichen Glückwunsch, weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht. Ich hab ihn schon oft genug. Also ich habe ihn nicht. GZ. Kannst du nachher mal ins AH schauen. Ja, ich. Nö, wenn ich den nicht habe, benutze ich den selbst. Ja, wenn du nicht hast, klar. Jetzt mal grad gucken, hab ich den ja. Ich hab ja halt mit einem Char mal, hab ich ja glaube ich schon mal erzählt, irgendwie eine Zeit lang halt Viecher gesammelt ohne Ende. Mhm. Aber da hast du dann noch jedes einzelne ins Bankfach machen müssen. Oh ja. Das war dann echt ätzend. War schon schön, als sie dann diesen Reiter dafür eingeführt haben, dass du halt, ja, dass du nicht alle in der Bank drin hast, sondern dass du die irgendwie so in so einem System halt hast.
der Panda, der Jäger, der ist halt Level 18. Der klaut mir schon, macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ja, ich könnte mal Recount anhauen, um zu gucken, was hier abgeht. Hab ich an, also. Na ne, bin oben. Ja, bist du. Sehr schön. So. Ich weiß nur, was er auf Hero kann. Mal gucken, was er auf Normal kann. Alle da? Ich bin da. Dann fährt's mal los. Admiral Knirrheizer. Yay, ich hole mal die Baustelle. Geht schneller. Schön, wie gesagt, da ploppt auch richtig Heilung auf, also. Ja, ich werde immer mitgehalten, ein bisschen. War eigentlich ein ziemlich cooles Feature, muss man sagen. Mein Nebel zieht auf. Ja, und jetzt müssen wir die Geister klopfen. Geister? Da, den Dampf. Okay. Kommt gleich der nächste. Ah, es spawnen jede Menge jetzt. Wie der noch. Zack. Ist das? Okay. Jetzt mal was kommen. Wofür denn? Ah, ich weiß auch nicht, manchmal setzt sich aus. True story. Irgendwie hattest du wohl gerade Aggro. Ja, weil der immer verschwindet und dann muss ich ihn erst spotten, wenn er wieder da ist. Außerdem trollt die Schildkröte mich. Geht mir auf den Sack. Das ist schwer, Mann. Du Suki. Was auch immer es dir bringen mag. Nichts. Richtig. Aber das ist okay. Wäre auch nett, wenn man da wenigstens die Angriffsgeschwindigkeit mit erhöhen würde. Aber wäre es wahrscheinlich schon wieder overpowered. Wahrscheinlich. Das sind ja tolle Sprüche. Oh, und es werden langsam echt mehr Geister. Ja. Ein Dealer, da haben wir hier auch kurz heilen, genau. Schöne Grüße an der Stelle. Aber sonst ist ja echt so eine typische Looking-for-Dungeon-Gruppe. War kein Ton, naja. Da wechseln und... Natürlich nicht. Ich meine Hallo. Ja. So, Quest abgeben, der Admiral. Erschlag die Nummer 1 der Defias. Oh, der Krümels Streitkolben. Schön. Oh, Gott. Und Krümels Tischdecke. Krümel. Er ist Cookie. Nach. So. Da kommt er. Da dann wollen wir mal. Dann holen wir ihn raus, ne? Hol ihn dir. Nummer 1. Jetzt gibt's Fischsuppe. Sag ich doch. So. Und der schmeißt jetzt mit Essen um sich. Das eine Gutes Essen macht Debuff auf dem Boden. Und mit dem Essen, was Gold drunter ist, kriegst du mehr Schaden. Oder machst du mehr Schaden. Jetzt kannst du einmal das Schlechte aufessen und dann das Gute aufessen. Und dann hat sich das Schlechte negiert quasi. Todesminen. Cape der Bruderschaft. 5 Beweglichkeit, 3 Ausdauer. Ich brauch's nicht. Hunter. Oh, ist er denn? Hunter. Der Hunter. So. Der Hunter der passt gewinnt. Ja. Ist ja richtig. Das kann ja auch der. Das ist okay, wenn der das gewinnt. Ja. Sag, nehme ich jetzt den Kolben oder. Die Tischdecke. Ich kann alles so genial nicht hochbauen. Nee, ich nehme die Tischdecke. Oh, 100 Quests, 5 Dungeon Quests. Wieder ein paar Erfolge eingesammelt. Oh, GZ. Ach, das war Pandila, wa? Ich glaube. Ja, trotzdem. So. Mensch. So. So, erklär mir mal noch kurz, wie ich jetzt die Bildchen hier größer kriege. Und zwar gehst du auf Interface. Ja. Spiel und dann muss ich kurz gucken. Schlachtzugsprofile. Und dann kannst du irgendwo. Warte mal, muss ich suchen jetzt. Ich kann es dir jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen. Das zählt auch für Gruppen oder nur für Schlachtzüge? Genau, kannst. Ah, genau, Schlachtzugsprofil und dann ist oben rechts Gruppen wie Schlachtzüge anzeigen. Ah. Wenn du das machst, dann hast du die Kästchen
Und dann kannst du noch den Haken setzen bei Klassenfarben anzeigen. Dann hast du die verschiedenen Farben. Dann siehst du direkt, ob das, was weiß ich, Dudu Priester, was auch immer ist. Ja. Kannst den Rahmen anzeigen, wegzeigen. Kannst dann natürlich das ganze Ding noch verschieben. Begleiter. Okay, verschieben. Wenn du, da ist so ein kleiner Pfeil an der Seite. Und da kannst du dann auf Freischalten gehen. Und dann kannst du das oben dann durch die Gegend ziehen. Sperren und mit dem Haken wieder rein und fertig. Ja, Schwächungszauber anzeigen oder nur bannbare da kannst du halt einstellen, wie du es brauchst. Fensterhöhe, Fensterbreite, horizontal, vertikal kannst du einstellen und die Ressourcenbalken. Ja, wieder ausmachen. Ja, im Endeffekt, ich benutze auch nur noch das und das ist wirklich gut, weil es halt komplett auch zeigt, wie viel vom HP schon weg ist. Also, ob halt der Lebensbalken quasi halb weg ist schon oder nicht. Hm. Das ist ganz praktisch. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Das nehme ich. Ressourcenbalken, Bedrohungsmarkierung, ja gut. Ist mir relativ. Klassenfarben, ja, lasse ich auch. So, dann haben wir es ja. Haupttank, Assistent, Begleiter, eintreffende Heilung anzeigen. Ach ja, stimmt, das geht ja auch noch. Rolle. Ach ja, Gruppe zusammenhalten, sortieren, Namen könnte man auch noch machen. Okay. Nice, danke. Ja, das ist das Standard Raid Frame. Das kann man eben auch für die Fünfergruppen machen. Das genügt mir voll und ganz. Ich denke auch, das passt eigentlich ganz gut. Das ist ja fast wie X-Perl, von daher. Mhm, ähnlich. Aber das Gute ist jetzt, glaube ich, auch mit dem Mouseover genau. Ich muss jetzt nicht dein Bildchen genau anklicken, sondern einfach nur noch in deine Platte sozusagen. Und dann ist gut. Ja, das ist gut. Also, wir können jetzt die Instanzgruppe verlassen und sind dann nachher noch in unserer Gruppe drin. Einfach nur Instanzgruppe verlassen, dann werden wir rausgeportet, weil wir durch den Dungeon Browser reingeportet wurden. Ja, und dann müssen wir an derselben Stelle sein. Sind an derselben Stelle und sind auch noch in unserer Gruppe, weil wir nur die Instanzgruppe verlassen haben, nicht unsere Gruppe. Ja. Gut. Wir wollten weiter zu den Gnollen hier. Zu Joe Fleckenpfote, Fleckfell, wie heißt er? Fleckfell heißt er, genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Poison vielleicht heute Abend nochmal weiter, weil, wie gesagt, die Kleine ist jetzt auch noch draußen. Muss ja also nicht sein, wenn ich jetzt hier noch aufnehme, wenn die Kleine wach ist. Alles klar, dann... Wo steht ihr? Da. Vor dir. Bis so. Zur nächsten Aufnahme, würde ich dann mal sagen, ne? Ich setze mich dann hier mal wieder bequem hin. Ach. Das sieht aus, wie er so hinplumpst. Genau, so, schön. Ich sitze etwas nah. Ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht, ne? Mann, so. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden wieder. Gerne. Ich melde mich, wenn wir weiter aufnehmen, wa? Alles klar. Okay. Gut, tschüss. Tschüss.